Abschlusstraining an der Säbener Straße. Einen Tag vor dem eminent wichtigen Champions League Heimspiel gegen Celtic Glasgow zeigten die Spieler bei der Übungseinheit größten Einsatz. Zwar wirkt die Stimmung beim FC Bayern in diesen Tagen gelöst, klar ist aber auch, gegen die Schotten muss im dritten Gruppenspiel unbedingt ein Sieg her. Ja, ich glaube, der Druck ist immer da bei uns, aber natürlich ist morgen ein sehr wichtiges Spiel. Nach einer Niederlage in der Champions League möchte man das natürlich direkt mit dem Sieg beantworten. Und ich glaube, wir als Mannschaft sind uns auch der Aufgabe bewusst und sind sehr motiviert, morgen ein gutes Ergebnis hinzulegen. Die erste Pflichtaufgabe unter Jupp Heynckes am Wochenende gegen den SC Freiburg haben die Spieler mit Bravour erledigt. Das deutliche 5:0 macht natürlich gerade bei den Bayern-Fans Hoffnung auf mehr. Doch Jupp Heynckes weiß, dass in seiner Mannschaft noch viel Verbesserungspotenzial steckt. Der FC Bayern hat große Ambitionen in dem Wettbewerb und meine Mannschaft selbstverständlich auch und ich auch. Und deswegen ja, wäre es schon gut, dass wir an die Leistung von Samstag anknüpfen können, dass wir uns vielleicht in dem einen oder anderen Bereich noch weiter verbessern. Gegen Celtic Glasgow morgen im heimischen Wohnzimmer einen Sieg einzufahren, wäre ein Traum für viele Bayern-Fans. Den Traum, sich einen Spieler ins eigene Wohnzimmer zu holen, lässt sich nun zumindest virtuell erfüllen. Mit der neuen, in der offiziellen FCB-App integrierten Augmented Reality-Funktion können Fans des deutschen Meisters Manuel Neuer und Arjen Robben jetzt mit einem iPhone oder Tablet der neuen Generation auf jeden flachen Untergrund projizieren und somit ihren Stars noch ein kleines Stückchen näher kommen.